Wir haben heute mal Teelichthalter oder Kerzenhalter gegossen. Wir zeigen euch mal, wie einfach man sowas machen kann. Und das ist eine wunderschöne Geschenkidee jetzt für Frühling, eigentlich für alle Jahreszeiten, weil man ja alles drauf machen kann, was man will. Bleibt dran, viel Spaß. In meinem letzten Haul hatte ich euch gezeigt, dass ich mir solche Gießformen gekauft habe von Reiha, aber bei Stempelmühle gekauft. Und ich habe mir gedacht, jetzt zum Frühling kann man sich da mal schöne Teelichthalter gießen. Also man macht sich ja sonst eigentlich immer zu Weihnachten verschiedene Sachen. Aber die kann man eben ganzjährig benutzen. Ich gieße mir die jetzt einfach mit einer keramischen Gießmasse. Oder für mich ist es keramisch, es ist halt so eine faserverstärkte. Sind da Fasern drin? Mhm. Weiß ich jetzt ja nicht. Jedenfalls ist das eine Gießmasse, die ganz schön fest wird, die man für alle möglichen Sachen nehmen kann. Ihr könntet gerne nachlesen, ich verlinke euch das. Und dann könnt ihr dann gucken, was da alles drin ist. Ich arbeite mit der Gießmasse sehr gerne, die heißt Xyrarock, weil die eben schnell fest wird, weil man die für alle möglichen Sachen nehmen kann, weil die schön glatt wird. Das wird so schön glatt wie hier auf dem Bild. Das wird einfach mit Wasser angerührt. Vier Teile Pulver zu einem Teil Wasser kann man sich abmessen, abwiegen. Ich mache das jetzt immer so nach frei Schnauze. Wenn man da eine Weile mit gearbeitet hat, weiß man, wie die Konsistenz ungefähr sein muss. Dann rührt man sich das an und dann kann man das schon verwenden. So, das wird dann so eine, naja, dickflüssige Masse soll das werden. Hier in die Form braucht man jetzt auch kein Trennmittel reinmachen oder irgendwas, kommt man sowieso schlecht dran. Da ich meine Form so liegend aufbewahrt hatte, hat die sich ein bisschen verbogen. Also die ist nicht ganz rund mehr, wenn ihr das hier so seht. Deswegen stelle ich mir dann immer die Form, wenn ich sie gefüllt habe, gegen irgendwas anderes gegen und schiebe hier auch noch ein Teil gegen, dass sie wieder einigermaßen rund wird. Die wird einfach dann wieder rund. Jetzt nur beim Befüllen nicht, aber wenn man da was gegenstellt, ist jetzt kein Problem. Und dann kann man jetzt bei dieser Form verschiedene Höhen machen. So, das reicht jetzt eigentlich schon. Stelle ich mir da einfach noch was anderes gegen, dass es rund wird. Nur ein kleines bisschen. So, und jetzt lässt man das einfach aushärten. So, ich lasse das Ganze dann jetzt immer so ungefähr eine Stunde in der Form. Ist eigentlich nach 30 Minuten fest. Aber man hat nicht immer die Zeit, um alle 30 Minuten herunter zu rennen, um das jetzt hier zu entformen oder so. Jetzt kann man das aus der Form holen. Und ich habe jetzt hier schon ein paar gemacht und habe festgestellt, die kann man einfach so runterrollern. Je öfter man macht, desto einfacher geht das runter zu rollern oder zu ziehen. Man kann hier auch dran ziehen und stückchenweise das rausholen. Weil das keine zweiteilige Form ist, muss man das natürlich hier so rauspellen. Ist auch ein ganz schön störrischer Werkstoff eigentlich. Also dieses Silikon, für mich ist das bald wie Gummi, ist ganz schön fest. Deswegen steht das auch richtig gut als rundet Teil halt. So, man das wieder zurückdrücken, ist genauso schwer. So, und dann hat man die Form wieder zum weiteren Verbrauch. Dieses Material wird immer recht warm beim Trocknen, wenn nicht fast heiß. Jetzt kann man sich hier unten, entsteht immer so ein bisschen Grat, das kann man sich dann so mit einem Messer oder mit einem Sandpapier, Schleifstein abmachen. Dann ist das einigermaßen gerade. Steht immer bloß so ein Millimeterchen über und dann hat man seinen Kerzenhalter. Einen wunderschönen. Genau. Ihr könnt diese Gießmasse aber auch farbig einfärben, wenn ihr möchtet. Dafür könnt ihr einfach eine Acrylfarbe nehmen. Ich habe jetzt hier von Stamperia die Allegro, die ist richtig dolle, stark pigmentiert. Ich habe jetzt hier schon mal Rot und Gelb gegossen. Dann macht man sich einfach ein bisschen was von der Farbe in das Pulver rein. Und dann wird das einfach alles verrührt und je mehr Farbe ihr reinmacht, desto kräftiger wird das. Ich will ja nicht so kräftig haben. Dann kommt einfach wieder das Wasser dazu. Und dann wird das verrührt, ganz normal, wie als wenn er das Weiß anrührt. Dieses Pulver hier, diese Xyrarock, diese Gießmasse, die gibt es auch schon fertig eingefärbt. Wenn man jetzt so eine kleinen Teile macht, wie jetzt hier diese kleinen Teelichthalter oder Kerzenhalter, dann kann man sich das selber einfärben. Wollt ihr aber größere Sachen damit machen, gießen, wo man vielleicht mehrmals das gleich auch anrühren muss, also diese Masse anrühren muss, dann kauft gleich diese vorgefertigten, diese vorgefärbten Massen, Gießmassen.
Ich verlinke euch die natürlich. Da habt ihr dann immer wieder die gleiche Farbe. Wenn er das jetzt selber anrührt, müsstet ihr da theoretisch abwiegen, wie viel Pulver ihr reinmacht, wie viel Farbe ihr reinmacht, um immer wieder die gleiche Farbe zu kriegen, also den gleichen Farbton zu bekommen. Grün bleibt das ja immer, aber der gleiche Farbton, das ist immer so eine Sache. Und bei größeren Sachen rate ich euch immer, fertige Massen zu nehmen, weil man die jederzeit wieder anrühren kann. So habe ich das mit meinen Fliesen nämlich auch gemacht. Habe da solche fertig angerührte, farbige Masse genommen. So, jetzt muss man das natürlich wieder aushärten lassen. Und dann kann man immer wieder seine, ich hatte damals, weiß nicht, 80 Fliesen gegossen. Und dann hat man immer wieder den gleichen Farbton bei der nächsten Fliese, die man anrührt. Konnte ich ja auch bloß immer eine Fliese oder drei Fliesen anrühren. So, dann hat man zum Schluss entweder in Weiß gegossen seine Teile, man kann ja noch viel mehr gießen. Ihr könnt ja noch unterschiedlichere Höhen machen, hier kann man noch mal immer die Hälfte dazu nehmen. Oder man kann sie alle in gleicher Höhe gießen und auf den Tisch stellen oder sowas. Also entweder in Weiß oder eben in farbig, sieht auch cool aus. Kann man alles ausprobieren. Aus den Resten mache ich mir dann immer noch eine Krone oder eine Rose. Das ist ja raffiniert eingefädelt. Dieses Mal ist es wieder eine Krone geworden. So, und jetzt kann man die natürlich noch dekorieren. Jetzt kann man die mit Serviettentechnik bekleben. Man kann die mit Rap-On-Bildern, habe ich da noch irgendwo welche. Also ihr könnt da einfach, hier sind jetzt Sticker, also Aufkleber drauf machen. Ihr könnt da irgendwelche Blümchen drauf machen. Oder eben solche Rubbelbilder. Da bin ich auch am Überlegen, aber dann kannst du sie halt nur für Ostern nehmen, wenn du jetzt so einen Osterhasen da drauf machst. Es gibt aber auch noch andere Rubbelbilder. Aber was spricht dagegen, wenn man das nur für Ostern nimmt? Ja, kannst du doch für alle anderen Nässe neue gießen. Du hast doch die Form jetzt. Ja, kann man machen. Und ihr könnt aber auch solche Strasssteine, hier Kristallkunst von Ideen mit Herz, da habe ich mal ganz viele. Da gab es mal so ein riesen Set mit, was weiß ich, 20 auf 25 das Dingern. Das sieht aber auch edel aus. Das sieht cool aus und da ich mir gedacht, das kann man für immer nutzen. Das wollte ich draufkleben. Aha. Das sind immer schon so fertige Bilder, die man sich dann aufkleben kann. Und da habe ich mir gedacht, dann kann man die hier aufsetzen. Und das geht ja einfach. Ja, da wo es nicht klebt, kann man einfach noch ein bisschen Kleber hintermachen. Hier ist jetzt mal so eine Stelle, die einfach nicht will. Dann kommt da einfach nochmal Kleber hinter. Mein Bastelkleber. Ihr könnt natürlich euren Bastelkleber. Alles können. Ihr könnt euren Kleber nehmen, den ihr da immer habt. Nein, ach, jetzt weiß ich. Alle haben Jetzt weiß ich auch, warum das nicht will hier, weil das hier so eine lange Steine sind, die sich nicht biegen lassen. Das ist das Problem jetzt hier wieder bei diesen. Man muss auf alle aufpassen. Na und? Und wenn abgestanden hätte, hätte auch nicht ja, klebt es jetzt so an, wie es einigermaßen geht. Denken kann jeder. Ja, mach die einfach ein bisschen schräger hier ran. Dann geht das vielleicht auch besser. Na siehste. Mit den langen. Aber das ist auch wirklich ein ganz glattes Material. Da will nicht mal der Kleber dran. Also dieser normale Kleber, der da dran ist, der will da nicht dran kleben. Dafür haben wir Also Uhu dran. Den besten Kleber der Welt. Du meinst jetzt. So, und dann hat man Teelichthalter selbst gemacht mit Strassverzierung. Das ist doch wohl cool und ganz einfach. Ja. Einfach und schnell. Und dann kann man die natürlich noch bemalen oder, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, eventuell bestempeln. Da habe ich dann jetzt für, soll ja endlich mal Frühling wieder werden, obwohl wir ja keinen Winter hatten. Es wird keinen Winter geben. Irgendwie Blumen oder sowas. Ich habe jetzt hier so eine Wiese mit Blümchen und Gräsern und habe mir gedacht, die passt vielleicht ganz gut da drauf. Und das kann man ja dann in der Höhe variieren. Das ist ja. Muss man sich jetzt auf große Stempel machen. Aber eh steht fest, wenn du mit Stempel arbeitest, muss ja gleich beim ersten Mal klappen. Das muss gleich beim ersten Mal klappen. Sonst hast du ja dein Kunststück versaut. Das muss gleich beim ersten Mal klappen, weil das kriegst du nicht wieder abgewaschen. Ja. Musst du das überpinseln. Ja. Ist dir das nicht zu gefährlich? Ich probier's jetzt einfach. Na gut. Wir zeigen euch erst, wenn die Katastrophe ist. Versuch mal, klug. Da bist du ja übt drin, ne? So, jetzt habe ich meinen Stempel. Den hatte ich noch nie benutzt. Den muss man dann natürlich erstmal eben mal stempeln, um zu sehen, wie das hinhaut. Sieht gut aus. So, und jetzt muss man das hier unten an die Kante richtig gerade ransetzen, damit man wirklich einen geraden Abschluss nachher auch hier auf diesem Teil hat. Habe ich mir so gedacht. So, jetzt setzt man hier. Ach du Scheiße. Am
Am besten wäre, wenn ich irgendwas gegensetzen könnte. Nee, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Irgendwas. Eine Schachtel. Da jetzt gegensetzen und dann erst runtergehen. Und dann langsetzen. Zum Stempeln. Das ist jetzt natürlich so ein. Eine Kunst. Das ist Können. Wer das kann, der ist der Profi. So. Oh, das ist doch cool. Das sieht cool aus. Und jetzt kann man, wenn man kann, nochmal anlegen. Man darf natürlich keine dreckigen Finger. Muss man aber nicht, weil jede Seite ist immer hinten. Jede Seite ist immer hinten, ja. Ich hatte jetzt das Problem, dass manche Stempelkissen einfach nicht mehr wollten und jetzt habe ich das am Finger gehabt. Das ist natürlich jetzt doof. Ja, musst du doch die andere Seite weiter stempeln, dass wir das nach hinten machen können. Muss ja keiner sehen. Dass ich gefuscht habe. Ja. Das geht natürlich nicht wieder ab. Das ist immer das Problem an der Sache. Deswegen muss das ja auch mit dem Stempeln gleich beim ersten Mal funktionieren. Wieder ab. So, jetzt versuche ich das hier nochmal. Da ist einfach nichts mit probieren oder sonst was. Das muss stehen. So. Ja. Jetzt habe ich es eh mal ringsrum. Ja. Hier oben muss ich einen Strassstein hinsetzen. Da musst du ja nicht. Irgendwas hinmalen. So, jetzt muss ich die anderen natürlich noch weiter. Die Sonne. Die anderen weitermachen. Und da wird es jetzt ein bisschen problematischer, weil ich ja jetzt. Und pass nur auf deine Finger auf. Das obere haben will. Das reicht, wenn ich schon gestempelt bin. Ja, bestimmt. Ja. Na, jetzt wirst du mutig. Jetzt werde ich mutig. Pass auf deine Finger auf, dass die da nicht raufkommen. Meine Finger waren schwarz, weil ich auf die Stempelkissen drauf gefasst hatte. Nicht, weil ich hier jetzt irgendwie fast. Ist das cool. Ja, ein bisschen Übung. Und mach die Sache flutscht. Noch den Rest nochmal. Ja. Okay. Jetzt hätte ich fast so rumgedreht. Das dürfte er natürlich nicht machen. Ich muss ja das Freie stempeln und nicht das, was schon gestempelt ist. Ach du Ernste. Wenn wir ganz viel Zeit haben. Na gut. Na gut, wir müssen die andere Seite nach vorne nehmen. Die seid ihr am besten. Ja. Das Problem ist ja jetzt mit den Dingern hier, du musst oben stempeln. Ja, ich muss jetzt, stempeln. Genau, ich muss jetzt oben stempeln, weil ich ja oben die Blüten... Sonst hast du ja nur die Stiele nachher. Blüten haben will. Ach du Kacke. So, jetzt hat man hier den Rand. Warum denn einfach, wenn es kompliziert oriert? Ja, du musst da hinten anfangen. Ja, ich muss hinten anfangen. Da ist anfangen. Natürlich doof. Da. Siehst du. Und wenn du jetzt jemand gleiche Motiv hinten drauf hast, ist das auch real. So, hier nochmal eine. Na. So, ist jetzt nicht perfekt, ist aber auch das erste Mal. Jetzt habe ich festgestellt, man kann natürlich mit so einem durchsichtigen Stempel, also mit so einem Clear Stamp, kann man auch versuchen, wenn man jetzt das hier so nicht richtig erwischt hat, dass man hier nochmal irgendwo hingeht und jetzt hier nochmal so ein Teil hinsetzt. Ja, da gibt es ja wohl verschiedene Möglichkeiten. Aber da muss der Stempel natürlich voll sein. Ja, das war doch jetzt nur zum Zeigen, oder? Ihr habt es verstanden. Und ich finde es ganz cool, sieht gut aus. Ja. So, ihr Lieben, und dann hat man die freie Auswahl, was man alles machen will. Wie gesagt, mit Serviettentechnik kann man ja auch noch arbeiten und da Sachen drauf machen. Ihr habt bestimmt auch tolle Servietten noch liegen. Stempel fand ich richtig klasse und vor allem Strass ist natürlich immer super. Ihr könnt da auch eure alten Strasssteinchen verwenden. Einfach Kleber drauf und dann Strasssteinchen draufkleben. Wollte ich zuerst und dann fiel mir ein, ach, du hast ja noch diese fertigen Teile, sieht natürlich auch cool aus. Also das ist wirklich eine coole Idee und ein wunderschönes Geschenk für alle unsere Freunde, Bekannten, Verwandten, Nachbarn, alle, die uns irgendwie irgendwo helfen müssen mittlerweile. Also probiert's aus. Die Form kostet nicht viel und diese Gießmaße, wie gesagt, ihr könnt ja auch Gips nehmen und damit dann diese Teile gießen. Das macht richtig Spaß. Farbig oder weiß. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und schönsten Sachen, die wir so machen. Also mir gefällt das. Sieht cool aus. Hm?
Die Stempeln finde ich noch schöner als die mit Strass eigentlich. Und ganz einfach, ihr macht durch die Form. Ja. Das Gießen ist der Rückpunkt. Und man kann auch Stabkerzen reinmachen. Also ich fand das jetzt mit Teelicht dann schöner, ich mag Stabkerzen nicht so. Ja, das haben wir ja euch gezeigt auf dem Foto.